Und den Bowler. Die Reise geht weiter, Leute. Die Reise bis zum Bowler Level 8. Wir haben es gestern nicht geschafft. Was haben wir gestern für 200 Euro Kisten geöffnet? Für 200 Euro Kisten geöffnet? Null Bowler. Das ist in Ordnung. Ja. 200 Euro, null Bowler. Gut. Kann man ja hochrechnen. Das ist schon teuer, ne? 100.000 Gold. Dann können wir uns den Bowler. Dann können wir uns den Bowler schon mal erstmal wieder abschmieren. Apropos Bowler, den möchte ich ja gerne auf Level 8 kriegen. Ach, guck mal, was haben wir denn hier? Da kamen ja schon Spenden rein. Und da ist ja auch die erste Kiste. Sehr nice. Und jetzt öffnen wir die Magic Kill Chest. Mal schauen, was wir bekommen. Immer noch auf der Jagd nach einem Bowler oder einer Legendary Card, die wir brauchen. Keine Legendary Card, jetzt noch eine epische und der Packer. Alter, ich sag's euch das. Das wird den ganzen Tag so weitergehen. Wir werden keinen Packer ziehen. Der ist unziehbar. Hat irgendjemand von euch heute schon. Ich meine Bowler. Hat irgendjemand von euch heute schon Bowler gezogen? Der ist weg. Den gibt's nicht mehr in den Kisten. Hoffen auf Bowler, Goblin Gang. Ja, und eine Legendary Card halt, ne? Ofen, keine Legendary Card, aber noch eine epische. Und was kriegen wir hier? Ein Koboldfass. Der Bowler, den kann man nicht bekommen. Man kann es nicht schaffen. Der ist immun. Der ist einfach aus dem Spiel genommen. Den kann man aus keiner Kiste. Jetzt hauen wir rein. Zwei Super Magical Chests, drei Magical Chests. Fangen wir mit den. Ach, da reichen die Juwelen? Ich guck mal ganz kurz. Fangen wir mit der ersten Magical Chest an. Wir brauchen einen Bowler und eine Goblin Gang. Goblin Gang am Start. Keine Legendary Card allerdings. Eine epische und. Es ist kein Bowler. Leute, wir haben jetzt schon 30 Kisten oder so geöffnet. Nächste Kiste. Keine Legendary Card und die epische. Kein Bowler. Gut, der Henker, der ist natürlich auch stark, aber. Verdammt nochmal, kein Bowler. Dritte Magical Chest. Kein Bowler, aber. Eine Legendary Card. Und hier brauchen wir Friedhof und Elektromagier, aber ich bin über alle anderen legendären Karten. Freue ich mich. Mal gucken, was wir kriegen. Inferno-Drache. Sag mal, das kann ich jetzt. Guck mal hier, das ist natürlich geil. Da habe ich mich mega gefreut. Da habe ich mir erstmal gleich drei Elektromagier geholt. Aber wann haben wir das letzte Mal Elektromagier aus der Kiste bekommen? Der Elektromagier ist auf Level 5, wohlgemerkt auf Level 5, nicht vorher. Auf Level 5 ist es die krasseste Karte im Pay-to-Win-Style. Die will ich unbedingt haben, aber ach, nur im Shop. Na, immerhin im Shop. Wir kommen zu den zwei Super Magical Chests. Wir brauchen immer noch einen Bowler. Ein Feuerball, zwei Elixierpumpen. Wow, was für eine Kiste. 64 Skelette. 500 mal eine Goblin Gang. Und wenn hier 9500 von 2 steht, dann ist das Ding maxed. 145 mal Minipacker brauchen wir nicht. Verwandelt sich in schön viel Gold. Sieht bisher nicht schlecht aus. Komm, gib mir jetzt mal ganz entspannt 24 mal den Bowler. Der Sparky. Wieso kommt denn immer der Sparky zuerst? Ich denke immer, eigentlich kommen immer die Epischen zuerst. Aber dann, das war jetzt schon dreimal, seitdem es diese Arena 11 Kisten gibt, habe ich jetzt schon dreimal den Sparky gezogen, bevor die Epischen kommen. Das verwirrt mich komplett. Ich bin jedes Mal, was war das denn jetzt, denke ich mir jedes Mal. Und ihr auch. Ich freue mich, es ist eine legendäre Karte. Aber die Reihenfolge, die zerpflückt mich. Der Sparky, ja, der ist jetzt schon 9 von 20. Okay, jetzt kriegen wir noch eine epische Karte. Nicht 24 mal versprochen, sondern 25, weil sie höher gerankt werden als der Sparky. Wir kriegen jetzt noch eine epische Karte, 25 mal. Und ich möchte einfach, dass das der Bowler ist. Das kann doch nicht so schwer sein. Die Hexe! Ich spiele doch noch nicht mal die Hexe. Ach Mensch, Supercell. Und dann auch noch so viele, 25, dann gib mir doch wenigstens ein Lightning oder ein Henker. Aber nicht die Hexe, Mensch. Okay, eine legendäre Karte, wir freuen uns, wir kommen zur nächsten Super Magical Chest. Jetzt müssen wir doch mal einen Bowler ziehen. Sehr geil, wieder eine Goblin Gang, nehmen wir gerne mit. 66 mal... Ja, okay, das ist gut. 6 mal der Bowler, ich freue mich, wir brauchen nur noch 2. Das ist okay. Das ist...
6, okay, es sind nicht 25, wir können die noch nicht maxen, aber erstmal 6. Das, wir haben jetzt 30 Kisten oder so bekommen, wir haben nicht einmal den Bowler gezogen. Jetzt 6 Mal, das ist schön. 82 Mal der Hawk Rider. 18 Mal die Hexe, läuft. Da kriegen wir einfach in 2 Kisten 1000 Mal die Hexe. Aber, wollen wir uns darüber nicht ärgern, wir kriegen auch eine legendäre Karte. Welche ist es? Bandit. Okay. Bandit ist in Ordnung. Ja, lassen wir es knacken. 3 Dinger können wir jetzt hier ziehen. 2 Bowler brauchen wir. Ich brauche jetzt keine legendäre Karte. Ich brauche einfach nur 2 Bowler. Gib mir einfach nur 2 Bowler. Dafür machen wir das Ganze jetzt hier. Goblin Gang, schon mal sehr schön. Lightning, okay. Lightning Level 8 wird dann auch irgendwann geil. Aber kein Bowler. Und 2 Bowler, das ist doch nicht so schwer. Ein Freeze. 3-mal ein Klonzauber, der ist doch schon gemaxt. Nein. Nein. Das wird jetzt hier gleich so ein Flop werden. Komm schon. Einfach ein anderer Spieler sucht mich jetzt hier. Komm schon, Bowler. Oh, der ist doch auch schon gemaxt. Okay, eine allerletzte noch. Eine noch. Ich brauche erst echt hier den Bowler. Packer. Skeleton Army. Komm, 2-mal der Bowler. Hier ist jetzt 2-mal der Bowler. 2-mal. Oh, 3-mal der Henker. Oh, das ist doch scheiße, Mann. Wir haben jetzt echt... Wie viele Kisten haben wir geöffnet? 40 Super Magical Chests und Magical Chests gemischt. Alles kreuz und quer. Und wir haben nur 6 Bowler gezogen. Das ist zu wenig. Ich will den so doll... Ne, komm, eine machen wir jetzt noch. Jetzt machen wir auf keine Werbung dafür. Ich will jetzt den Bowler haben. Die Guards. Das ist so scheiße, ne? So eine Magietruhe kostet einfach jedes Mal gefühlt 10 Euro. Das ist doch scheiße. Mann. Ah, ich habe mich verklickt. Scheiße. Ich habe mich verklickt. Die wollte ich jetzt nicht aufmachen, die Kiste. Was ein Missgeschick. Ja gut, jetzt wo wir sie schon mal öffnen, da können wir auch mal gucken, was drin ist. Da habe ich mich jetzt verklickt. Man kennt's. 4-mal der Spiegel. Okay. Das hat keiner gesehen. Wir starten das nächste Game. Es ist nichts passiert. Gut, das macht man eigentlich so nicht. Kein gutes Vorbild hier. Zu Hause bitte nicht so nachmachen. Nicht in die Spielsucht verfallen. Ich darf das. Ich bin Streamer und YouTuber. Das ist was anderes. Ich verdiene damit mein Geld. Ihr zu Hause. King Kong Germany spendet 75 Euro. Übernimmt die Überweisungskosten und schreibt auf deinen Nacken. Und dazu schreibt er noch Kisten, Kisten, Kisten. Ich würde sagen, eine Super Magical Chest und dann so viele Magical Chests, bis wir durch sind. Wir fangen jetzt mit der Super Magical Chest an, okay. Wollen wir mal ganz kurz schauen. Hoffentlich kriegen wir den Bow. Oh, das sieht schon mal gut aus. Lol. Eine Legendary Card. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber jetzt ja, ziehen wir jetzt hier noch 25 Mal den Bowler. Nein, ziehen wir nicht. Oh, der ist schon gemaxt. 25.000 Gold. Komm schon, 2 Bowler. Das ist Goblin Gang, sehr schön. 4-mal. Okay, wir kriegen eine legendäre Karte. Den Sparky schon wieder. Leute, jetzt geht's aber ja. Stopp mal. Wir ziehen mehr legendäre Karten als Bowler. Ist euch das aufgefallen? Ist euch das aufgefallen? Wir ziehen mehr legendäre Karten als Bowler. Der ist viel seltener. So, komm, 4-mal einfach der Bowler. Alter, wer will mich denn hier verarschen? Das kann doch nicht wahr sein. 4-mal der Klonzauber. Also diese bescheuerte Karte habe ich schon so oft gezogen. Alter, das ist die letzte Kiste. Das waren schon wieder 100 Euro Juwelen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Goblin Gang, sehr schön. Ein Guard. 3-mal der Henker. Das ist wieder eine legendäre Karte. Das ist zwar heftig, aber wir haben den Bowler nicht bekommen. Okay, das ist natürlich geil. Elektromagier, ich freue mich. Elektromagier ist das Beste, was uns passieren kann aus einer Magical Chest. So viele legendäre Karten. So viele legendäre Karten und kein Bowler. Wir brauchen immer noch 2 Bowler. Alter, haben wir jetzt viel gezogen.
Habe ich noch irgendein Restguthaben? Also das habe ich nicht mehr. Vielleicht habe ich ja noch 20 Euro. €20 habe ich noch. Alter, das ist ja richtig krank. Was geht denn hier ab? Also ich glaube, wenn ich das jetzt alles auf YouTube stelle, dann muss ich gefühlt in das YouTube-Video 15 Werbung reinknallen, damit ich da wieder irgendwie positiv rauskomme. Hier schreibt jemand einfach sonntags anfragen. Ja, ich könnte jetzt bis Sonntag warten, bis Sonntag, um den Bowler anzufragen. Das dauert mir zu lang. Ich brauche die Karte. Goblin Gang, sehr schön. Viermal der Rage. Hey, das ist halt echt krank. Was läuft hier? Zwei Freeze. 25 Mal der Rakete. Jetzt kriegen wir noch eine Karte dreimal. Der Spiegel. Wieder die allerletzte Kiste. Ein Freeze. Und dreimal die Skelettarmee. Alter, das ist der größte. Ist das der größte Fail, den ich jemals in meinen Livestreams hatte? Ich will schon gar nicht mehr mitzählen, wie viele Juwelen das waren. Das war meine iTunes-Vorräte für den Monat. Hier schreibt ein Zuschauer, ich heule vor Lachen. Ist das. Lacht ihr jetzt eher? Oder habt ihr Mitleid? Ihr könnt auf jeden Fall lachen. Ich würde auch. Ich würde auch lachen. Alter. Also eigentlich hatten wir ja schon Plan A, dann Plan B, noch einfach nochmal aufladen. Dann kam Plan C mit King Kong Germany und Zocker24, die nochmal 100 Euro gespendet haben. Jetzt kommt Plan D. Ja. Wir zocken die Challenge und versuchen aus der Siegeskiste zwei Bowler zu bekommen. Okay, es sind 7 Siege geworden. Mit einer peinlichen Performance. Wir hoffen immer noch auf den Bowler. Wir hoffen immer noch ganz doll auf den Bowler. Ja, immer noch nicht gezogen. Oh Gott, zweimal der Bowler. Komm schon. 145 mal Goblin Gang, sehr schön. Keine legendäre Karte. Jetzt kommt noch die epische. Komm schon, gib einfach den Bowler, bitte.